Ich kann Sie leider nicht in schönen Folien verwöhnen, nicht weil ich das nicht üblicherweise tun würde, sondern weil ich das für heute nicht für erforderlich hielt. Ich versuche Sie an der Leine eines Argumentenstranges zu halten. Wir haben uns zu beschäftigen mit der politischen Bewertung der Energiewende und dazu haben wir ja gestern schon ausführlich gesprochen. Mir ist aufgetragen worden, über die Frage zu sinnieren, ob denn nun aufgrund, dank oder trotz der Energiewende eine Spaltung der Gesellschaft drohen würde. Aber aufgrund meiner Beobachtung von Vorträgen und des Diskussionsverhaltens scheinen mir zwei Vorbemerkungen politikwissenschaftlicher Art im engsten Sinn angebracht zu sein. Vorbemerkung Nummer 1. Es tauchte oft genug die Frage auf, warum um alles in der Welt begreifen Politiker nicht das, was den hier Versammelten ziemlich einhellig als ziemlich zweifelsfrei zu sein erscheint, nämlich dass der eingeschlagene Weg unserer Energiewende nicht funktioniert und manch anderes im Übrigen auch nicht. Und die Aussage war dann, die Beratung von Politikern erfolgt nicht so, dass Politiker inhaltlich sich informieren wollen und dann das tun, was Experten ihnen sagen, sondern sie kommen mit vorgefertigten Positionen und suchen sich dann jene Experten, die das vertreten, was sie ohnehin machen wollen. Und das Ganze klang danach, als läge hier eine Pathologie des Politikbetriebes vor. Ehrlich gesagt, es ist keine Pathologie. Es entspricht voll und ganz der Funktionslogik von Politik auf der Ebene von Spitzenpolitikern. Schauen Sie, wir reden ja bei der Politikberatung nicht davon, ob man einen Dorfbürgermeister oder einen Gemeinderat berät oder ein normales Mitglied des Bundestages. Wir reden davon, wie man Minister, Parteiführer, verantwortliche, demokratisch legitimierte Anführer berät oder zu belehren versucht. Das politische Geschäft in einer Demokratie ist ein extrem schwieriges. Sie haben keine Macht, es sei denn, hinter Ihnen versammeln sich ziemlich viele. Aber die Gefolgschaft müssen Sie aufbauen, hinter sich halten und das heißt, in der Politik, gerade wenn es um schwierige Politikfelder geht, müssen Sie darum ringen, Ihre Anhängerschaft auf bestimmte Positionen zu einigen oder nachgerade einzuschwören. Das heißt, die Transaktionskosten für Spitzenpolitik steigen ins Unermessliche, wenn ein Spitzenpolitiker sagt, jetzt habe ich mit dem Professor sowieso gesprochen, liebe Parteifreunde, liebe Vorstandsmitglieder, alles, was wir bisher gedacht haben, geht in die falsche Richtung. Ich meine, so töricht kann man als Politiker nicht sein, wenn man weiterhin Spitzenpolitik betreiben will. Vieles ereignet sich längst im Vorfeld der sozusagen öffentlich sichtbaren Politikberatung. Schauen Sie, unser Eins wird dann in Anhörungen bei Ausschusssitzungen oder zwischen der ersten und zweiten Lesung von Gesetzesvorschlägen in den Ausschüssen eingeladen. Und dann tut man gut daran zu wissen, dass bevor ein Gesetzentwurf überhaupt ins Parlament und somit in die Ausschussphase gelangte, schon ein ganzer Eisberg an politischer Willensbildung dieser kleinen Spitze zugrunde liegt. Und beim Ringern der Titanic mit einem Eisberg ist nicht der Eisberg untergegangen. Und das muss man sich immer als Sachverständiger klar machen. Zweite Vorbemerkung. Wir müssen ferner gerade bei der Energiewende, aber auch überhaupt bei der Schwierigkeit unseres politischen Personals intensiv und schnell auf unsere Ratschläge zu reagieren, bedenken, wer denn Politik macht. Und das ist von Zeit zu Zeit unterschiedlich. Als die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde, fingen viele Leute an, Politik zu machen, nicht alle, aber viele, die in ihren 40er oder 50er Jahren waren, die die Weimarer Republik teils als aktive Politiker gestaltet hatten und die die schrecklichen Erfahrungen von Nationalsozialismus und Zweiten Weltkrieg gemacht hatten. Es waren sozusagen gestandene Leute. Als die DDR zusammenbrach und dort die politische Elite erneuert wurde, kamen viele Leute in die Parlamente, welche in der DDR doch auch schon gesellschaftlich aktiv gewesen sind. Manche eben auf niedrigen staatlichen Ebenen,
andere im Bereich der Kirche. Leute also, die außerhalb der Politik, freilich immer in Kontakt mit der Politik des vieles durchdringenden SED-Staates, die außerhalb der Politik ihre Lebenserfahrung gewonnen hatten. Es waren sozusagen Parlamente von Ingenieuren, welche in den 5 neuen Bundesländern die dortigen politischen Ordnungen aufbauten und an viele politische Probleme ingenieurartig herangingen. Was ist das Problem? Welche Lösung gibt es im Prinzip? Welche Lösung haben welche Nebenwirkungen? Und was tun wir also? Gegen diesen Hintergrund müssen wir uns klar machen, dass die heutige politische Klasse völlig andere Hintergründe hat. Die Kurzformel, unfair in vielen Fällen und nicht immer zutreffend, wie so manche Kurzformel. Die Kurzformel lautet, vom Kreissaal über den Hörsaal in den Plenarsaal. Was ich sagen will, ist Folgendes. In der heutigen politischen Klasse, und schauen Sie sich einfach die Bilder etwa der grünen Bundestagsfraktion an, die hier in besonderer Weise wichtig ist, in der politischen Klasse im Bundestag finden sich inzwischen Leute, die nach einer politisch bewegten Schulzeit, die Schwarzen engagieren sich bei der Jungen Union, die Sozis bei den Jungsozialisten, die Grünen bei der Grünen Jugend, die aufgrund eines grundlegenden Interesses und grundlegender Engagementbereitschaft in der Politik sich damals im jungen Alter schon politisch aktiven Gruppierungen angeschlossen haben. Dann streben sie danach, das, was sie für sinnvoll und für sich befriedigend empfinden, und weil sie den Eindruck haben, sie seien aufgerufen, Probleme zu lösen, welche die vorangegangene Generation hat schleifen lassen, sie beschließen, möglichst im Bereich der Politik zu bleiben. Was tut man dann am besten? Man wählt ein Studienfach, das politiknah ist. In jeder Hinsicht wünschenswert ist die Juristerei. Denn die Juristen sind die Spezialisten für das Allgemeine. Ein Jurist kann alles, er kann auf alle Fälle Politik, und zwar besser als ein Nicht-Jurist, glaubt der Jurist. Oder man studiert Politikwissenschaft im Fehlglauben, dass ein Politikwissenschaftler deswegen schon ein guter Politiker sein könne. Der Gynäkologe, der selbst Kinder zur Welt bringt, ist noch nicht geboren worden. Und das ist dann auch das Verhältnis zwischen Politikwissenschaft und praktischer Politik. Oder sie studieren Soziologie oder sonst etwas Schönes. In der Studienzeit, die sie idealerweise in einer Stadt verbringen, in der es mindestens ein Landesparlament gibt, in der Studienzeit schauen sie, dass sie aktiv sind als Mitwirkende der ihnen politisch nahestehenden Parlamentsfraktion. Sie sind tätig in den Jugendorganisationen und in den Grundgliederungen ihrer politischen Parteien. Ja, und irgendwann haben sie so viele Sitzungen besucht, dass das Gesicht bekannt ist, so viele Wahlkämpfe mitgemacht, dass nicht nur ihre Arbeitskraft beim Plakateaufhängen gewürdigt wird, sondern auch ihre Ideen, wie man Leute ansprechen können. Dann mängelt sich heraus, wer ein zupackendes Talent hat, das für den Politikerberuf unabdingbar ist, und irgendwann sind sie dann dran. Dran in dem Sinne, dass es jetzt Zeit wird, auch ein Mandat zu erringen. Mit Kommunalpolitik fängt man dann am besten nur an, wenn man in einer Großstadt ist und folglich gleich im Umfeld der Landespolitik sich betätigen kann. Bitte nicht in einer kleinen Landgemeinde, da ist dann auch die Wirklichkeit etwas zu nahe und könnte den eigenen Vorstellungen in die Quere geraten. Also ist man irgendwann daran, Landtagsabgeordneter zu werden. Und wenn man bei einer kleinen Partei, inzwischen sind ja alle Parteien ziemlich klein, aber es gab eine Zeit, da waren die Grünen zum Beispiel eine relativ kleine Partei, die sogar einmal aus dem Bundestag geflogen ist. Wenn man bei einer kleinen Partei sich engagiert und dann noch das Privileg hat, eine Frau zu sein, dann ist der Aufstieg nachgerade unvermeidlich. Bei den meisten Parteien beträgt der Anteil von Frauen unter der Mitgliedschaft, nicht bei den meisten Parteien, bei der CDU, um bei dieser Partei zu bleiben, beträgt der Anteil der Frauen bei der Mitgliedschaft so ungefähr 25%. Wenn Sie dann Parität bei den Funktionen machen, erkennen Sie ein bestimmtes Maß an, wie soll ich sagen, Karrierevorteilen. Und bei Parteien wie den Sozialdemokraten und den Grünen, die ohnehin die Korrektur der historischen Benachteiligung der Frau auf ihre Fahnen geschrieben haben, bei denen sind die Karrierechancen noch größer. Nun spricht nichts gegen eine Feminisierung von Politik. Wir hatten 16 Jahre lang eine weltweit geachtete Bundeskanzlerin und wir haben jetzt eine spektakulär agierende Außenministerin. Meine Ironie ist nur ganz milde an dieser Stelle. Also es spricht nichts dagegen, aber man muss dann eben sehen,
dass die Auswahl nicht danach geht, wer nun wirklich Probleme durchdringen und auch unwillkommene Aussagen in die Öffentlichkeit transportieren will, sondern hängt dann an innerparteilichen Beförderungsgesichtspunkten, die durch die Quote eben stark die Frauen in Bezug auf die in der Regel in den Parteien häufiger tätigen Männer privilegieren. Das ist aber nun nicht das Zentrale. Das Zentrale ist, dass man ganz schnell, insbesondere wenn man jung, eine Frau und in einer kleinen Partei ist, weit nach oben gelangen kann. Und das ist dann unsere derzeitigen grünen Bundestagsfraktion unübersehbar. Und warum reite ich sozusagen auf den Grünen herum? Nicht, weil ich was gegen sie habe, sie gehören zu unserem Parteienspektrum und sind inzwischen ja eine sehr, sehr einflussreiche Partei. Der Punkt ist der, dass manches an unserer Politik als ein Generationenprojekt zu verstehen ist. Insbesondere die Energiewende ist ein Generationenprojekt, das ganz wesentlich von den Grünen initiiert und durch den erfolgreichen Marsch durch die Institutionen jetzt auch auf seinen Höhepunkt gebracht worden ist. Dessen absehbare Scheitern oder das absehbare Scheitern jener Entwicklung, die das Energiewendeprojekt jetzt auf den Höhepunkt geführt hat, hier in den Vorträgen immer wieder vor Augen geführt worden ist. Ein Generationenprojekt wie der Pazifismus. Die Grünen werden groß mit zwei großen Neins. Nein Nummer eins zum Militär, NATO-Nachrüstung, und das Nein zur friedlichen Nutzung der Kernenergie. Es hat Elisabeth Nölle-Neumann vom Allensbacher Institut für Demoskopie sehr schöne, sehr beeindruckende Studien dazu vorgelegt, wie die öffentliche Meinung die reale Meinung prägt. Um eine lange Geschichte, für die nun eine Folie durchaus hilfreich wäre, ganz kurz darzustellen. Noch in den 70er Jahren, Mitte der 70er Jahre, überwog der Anteil derer in der deutschen Bevölkerung, die die friedliche Nutzung der Kernenergie befürworteten, sehr deutlich die Anzahl derer, welche die friedliche Nutzung der Kernenergie beendet haben wollten. Schon damals nahm aber eine Mehrheit der Bevölkerung die Medienberichterstattung dahingehend wahr, dass die meisten Positionen in den Medien die Kernkraft für nicht länger machbar hielten. Im Lauf der Zeit hat sich die tatsächliche Meinungsverteilung dem in den Medien mehrheitlich beobachteten Trend angepasst, dass die Kernkraftgegner immer weiter die Kernkraftbefürworter überwogen haben. Und am Ende hatten Kernkraftgegner eine parlamentarische Mehrheit und die Einzelgeschichten zu unserem Kernkraftausstieg muss ich nicht erzählen. Es ist also eine Generation, deren innerstes Anliegen es ist, von Kernkraft und abgesehen vom russischen Gas, von fossilen Energieträgern loszukommen, in einer Weise an die politische Macht gekommen, in der sie mit den realen Lebensnotwendigkeiten von vielen im Lande relativ wenig zu tun hatte. Studium eines politiknahen Faches, nicht eines Ingenieurfaches, in einer Landeshauptstadt und Tätigkeit im Umfeld von Landtagsfraktionen. Und wenn man sich das mit dem verbindet, was ich zuvor gesagt habe, dass politische Führer ihre eigene Unterstützung sichern müssen und folglich nicht nach Lust und Laune Positionen verändern können, ein Schneckentempo kann ab und zu einer innerparteilichen Katastrophe führen, wenn man das mit dem Generationenprojekt und mit dem damit verbundenen grünen Idealismus verbindet, dann versteht man sehr gut, warum es schwierig ist, mit skeptischen Positionen, wie sie hier überwiegend vertreten worden sind, bei der Politik anzulandern oder gar Wirkungen zu erzielen. Das sind die zwei Vorbemerkungen, die etwas länglich geraten sind. Ich will manch anderes deswegen stark abkürzen. Ich soll sprechen über die Spaltung unserer Gesellschaft. Und der Punkt ist der, dass man sich einfach klar machen muss, dass manche Spaltungen oder besser gesagt Spannungen in einer Gesellschaft ohnehin nicht lösbar sind oder nur in Ausnahmefällen lösbar sind. Und etliche von diesen Spannungen haben mit energiepolitischen Fragen zu tun. Das wird im Lauf dessen, was ich entwickle, immer deutlicher werden. Schauen Sie, wir haben einen Konflikt heute, den man auf Neuhochdeutsch als auf Englisch bezeichnet, als den Konflikt zwischen den Somewheres und den Anywheres. Also jenen, die aufgrund von Sprachkenntnissen oder Beruf an eine bestimmte Gegend gebunden sind. Und folglich davon abhängen, dass dort Arbeitsplätze und die Möglichkeiten eines guten Lebens vorhanden sind
und jenen, die Kraft ihrer Sprachkenntnis und ihres Berufes weltweit tätig sein können. Und folglich nachteilen diese sozusagen vor Ort, wo sie aufgewachsen sind oder wo sie gerade leben, jederzeit entkommen können. Und folglich haben dann sehr unterschiedliche Interessen und Ansichten, etwa internationale Manager oder der akademische Jetset und die Anliegen und Denkweisen von Verwaltungsangestellten oder von Malermeistern. Und diese unterschiedlichen Wahrnehmungen und Einstellungen betreffen so wichtige Dinge wie die Haltung zum Sozialstaat oder zum eigenen Nationalstaat als jener Schutzhülle, die für ein gutes Leben zuständig ist. Und wie will man diesen Konflikt zwischen den meisten und den wenigen Glücklichen, weltweit Beweglichen, wie will man den gerade in Zeiten auflösen, in denen mehr noch als in Überflusszeiten das Sein bestimmt, auf sich verteuernde Energiepreise, wo das Sein das Bewusstsein bestimmt. Nicht auflösbar sind auch Spannungen, die sich daraus ergeben, dass es nun einmal unterschiedliche Lebenswelten und unterschiedliche kulturelle Selbstverständlichkeiten gibt zwischen den Bewohnern großstädtischer Regionen und ländlicher Regionen. Und diese Unterschiede, die wirken sich aus bis hin zu unterschiedlichen Vorstellungen über sinnvolle Verkehrssysteme. ÖPNV in der Großstadt ist einfach. Im flachen Land ist er relativ schwierig. Und unterschiedliche Vorstellungen werden gehegt über den Bau von Windkraftanlagen. Und natürlich hilft hier bei der Konfliktregelung ein Stück weit der zur Demokratie gehörende Mehrheitsmechanismus. Was aber wird, wenn allzu viele den Eindruck haben, in ihrer Gegend wirkte zum eigenen Nachteil der Gestaltungswille von Leuten, die anderswo leben und von Eingriffen in meine ländliche Umgebung ihrerseits Vorteile genießen? Und was wird, wenn die Minderheit der sogenannten Woken, also derer, die in ihrer Selbstsicht endlich aufgewacht sind und fortan für bislang vernachlässigte Probleme sich sensibel kümmernden, wenn also die Minderheit der Woken immer wieder gegen eine Mehrheit derer anrennt, die ihre Probleme nicht ernst genommen empfunden haben, weiterhin empfinden, und die weiterhin gegen die Politik der Woken aufbegehren. Am Wahltag aber relativ wenig gegen sozusagen Allparteien oder fast Allparteienkoalitionen der Woken ausrichten können. Dann liegt es für viele nahe, an der Demokratie selbst zu zweifeln, weil sie die Demokratie erforderliche Maßnahmen aufhält oder als unfair Empfundenes durchsetzt. Das Spiel geht übrigens auch andersherum. Manche Befürworter der Energiewendepolitik bekunden ja auch, dass die Langsamkeit der Demokratie dem ökologisch Notwendigen in die Quere kommt. Infolgedessen bräuchte es die und die Beschleunigungsmaßnahmen. Und dann gibt es ja auch noch den Konflikt zwischen den Gutverdienenden, idealerweise noch mit einem Sicherheitspolster an Immobilien- oder Aktienbesitz, den die meisten hier Anwesenden wohl haben werden, und denen, die stark unterdurchschnittliche Einkommen haben, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen leben oder auf Hartz IV gestellt sind, ohne je in eine inzwischen sogenannte Harzer Karriere hineingeboren zu sein. Und das ist nun einmal der seit Menschengedenken bestehende Konflikt zwischen denen hier oben und denen da unten. Und in diesem Konflikt werden selbst ökologisch grundvernünftige Vorschläge sehr unterschiedlich aufgefasst. Und inzwischen klingt ja selbst für Deutschlands Mittelschicht, für Deutschlands sehr, sehr geduldige Mittelschicht, die Botschaft eher bedrohlich, dass Energie viel zu billig sei, weshalb politische Maßnahmen zur Verteuerung bestimmter Energieformen nachgerade wünschenswert wären und in Form der Russland-Sanktionen ja inzwischen auch ergriffen worden sind. Deutschlands Unterschichten oder für Deutschlands Unterschichten klangen solche Aussagen zur Verteuerung von Energie immer schon nach einer lagevergessenen Oberschichtsprovokation. Und sie werden jetzt, da die Energiepreise drastisch steigen, durch sozialstaatliche Entlastungsmaßnahmen so lange überzuckert, wie das Geld dafür gerade noch reicht. Und das wird nicht mehr furchtbar lange der Fall sein. Und diese drei grundlegenden Polarisierungen in unserer Gesellschaft,
sind allenfalls in der Theorie, doch gewiss nicht in der Praxis zu überwinden. Und allesamt werden sie durch die Politik der Energiewende verschärft. Und je nachdem, wie diese Energiewendepolitik samt ihren Windungen und Wendungen in jeweils gegebene gesellschaftliche Interessenlagen und Vorstellungen eingebettet und in sie hinein kommunikativ vermittelt wird, kann die Energiepolitik solche Polarisierungen bis hin zu akuten gesellschaftlichen Konflikten verschärfen. Gestern hat jemand beim Kamingespräch davon gesprochen, dass wenn die Atomkraftwerke abgeschaltet werden Ende des Jahres und zusätzlich zum möglichen Ausbleiben russischen Erdgases auch noch der Strom unzuverlässig wird, dass wir dann im Januar eine Art Revolte der einfachen Leute und ihrer Wortführer hätten, welche die Regierung, wenn schon nicht aus ihren Sesseln fegern würde, so doch zum Aufwachen und Aufstehen drängen würde. Und weil nun einmal Lebenslagen und Weltanschauungen und parteipolitische Positionierungen und mediale Hebelwirkungen auf das engste miteinander zusammenhängen, ist es sehr ratsam, auch mit solchen Verstetigungen und Dramatisierungen von derlei Konflikten um die Energiepolitik zu rechnen. Und zwar um solche, die wirklich gesellschaftsspaltend wirken können. Und drei besondere, nicht allein, doch eben auch die Energiepolitik betreffende Konflikte verdienen nun eine nähere Betrachtung. Der erste Konflikt betrifft den Klimawandel als einen häufigen Grund, warum die Wende weg von fossilen Energieträgern verlangt wird. Der Wandel des Erdklimas, und jetzt spreche ich über Dinge, die wir nun ausführlich diskutiert haben, er werde ganz wesentlich durch CO2-Emissionen verursacht. Viele von denen vermeide man am besten durch den Verzicht auf fossile Energieträger samt einem Übergang zur Nutzung erneuerbarer Energien. Punkt. Von denen, die diesen Weg insgesamt nicht für zielführend halten, verbinden dann gar nicht wenige ihre Kritik am Ausbau von Windkraft oder von Photovoltaikanlagen mit skeptischen Positionen dazu, ob es denn wirklich einen Klimawandel gäbe und ob der beobachtbare Klimawandel denn überhaupt menschengemacht sei und deswegen durch Politik gehemmt werden könne. Aber selbst wenn es keinen Klimawandel gäbe, und es gibt ihn sehr wohl, selbst wenn es keinen Klimawandel gäbe, wäre es doch in jeder Hinsicht sinnvoll, die im Lauf der Erdgeschichte aufgehäuften fossilen Energieträger nicht in einer vergleichsweise kurzen Zeitspanne zur Produktion von Strom und Wärme oder zur Ermöglichung von Mobilität einzusetzen, sondern die fossilen Vorräte vor allem stofflich für die chemische Industrie zu nutzen. Das ließe sie dann auch für längere Zeiträume reichen. Ich meine, innerlich fange ich immer irgendetwas an zwischen zu erschrecken und zu grinsen, wenn mir jemand erklärt, die bekannten Energievorräte, die reichen noch für 150 oder 200 Jahre. Und wenn man weiter erkunde, hätte man welche für 300 oder 400 Jahre. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach wird unsere Spezies, die insgesamt an die 5 Millionen Jahre überdauert hat und der Homo sapiens sapiens ungefähr 100.000 bis 200.000 Jahre überdauert hat, wird unsere Spezies in 1.000, 2.000, 10.000 Jahren immer noch fortbestehen. Mit welchem Recht nehmen wir denen fossile Stoffe, die man für die dann auch erforderlich sein werdende chemische Industrie nutzen könnte? Also, es kann selbst einer, der sagt, Klimawandel ist kein echtes Problem, sehr intensiv für den Ausstieg aus fossilen Energieträgern plädieren. Und mir scheint, man sollte das auch. Stattdessen machen wir oft einen Glaubenskampf und dann klingt Klimaleugner, so wie in früheren Zeiten Gottesleugner geklungen hat. Und ein Gottesleugner, der kann natürlich nicht mehr zu unserer gläubigen Gesellschaft gehören, genauso wenig wie ein Klimaleugner zu unserer ökologischen Welt passt. Der zweite Konflikt betrifft die technischen und sozialen Möglichkeiten einer künftigen sowie wirklich über lange Zeithorizonte hinweg aufrechterhaltbaren Energieversorgung. Und auch hier gibt es mehr als nur Spuren eines Glaubenskampfes. Die Grünen wurden nämlich groß mit dem Glaubenssatz,
Die Kernenergie sei technisch nicht wirklich beherrschbar. Und sie wurden groß mit der Einschätzung, dass zusammen mit dem Versuch, trotzdem mit der technisch nicht beherrschbaren Kernenergie zu leben, dass dieser Versuch auf die Nutzung eines autoritären Atomsicherheitsstaates hinauslaufen würde, den man um der Freiheit und der Demokratie willen unbedingt verhindern müsse. Also dürfe man schon um der Freiheit und Demokratie willen nicht auf die Nutzung der Kernenergie setzen, und insbesondere in Deutschland hat sich diese Sichtweise geradezu flächendeckend ausgebreitet. Schauen Sie, als im letzten Bundestagswahlkampf der Kanzlerkandidat der Union in einer Fernsehdebatte, wahrscheinlich versehentlich, auf die Möglichkeit einer Nutzung der Kernenergie zum Klimaschutz hinwies, da fügte er auch gleich zur Demonstration dessen, dass er ein politisch korrekter Mann sei, die Bemerkung hinzu, diese Diskussion sei ja abgeschlossen und er wolle sie auch gar nicht neu eröffnen. Doch im Zug der gegen Russland verhängten Sanktionen steht das über Nord Stream 2 erwartete Erdgas nun nicht mehr zur Verfügung, wahrscheinlich nicht mehr, es sei denn, wir werden kniefällig und sagen, bitte, lieber russischer Staatspräsident, so ernst haben wir es mit unseren Sanktionen auch nicht gemeint, sei wieder freundlich zu uns und schenke oder schicke uns diese Energie. Aber seitdem das also in den Sternen steht, ist die Diskussion über die Wiedernutzung der Kernenergie in Deutschland, mir scheint, endlich wieder aufgeflaut und sie wird auch so schnell nicht wieder ändern. Zumal ja ohnehin kaum einer der wirtschaftlich bedeutenden Staaten auf der Erde auf Energie aus Kernkraftwerken verzichten will. Und Deutschland selbst so produzierten Strom immer dann recht stillschweigend importiert, wenn hierzulande Windkraft und Photovoltaik nicht jene Energiemengen liefern, die angesichts der aktuellen Nachfrage jeweils notwendig sind und für die Netzwerkstabilität obendrein. Aber weiterhin betrachten und behandeln viele in Deutschland die Energieerzeugung durch Kernkraftwerke wie ein Hexenwerk, von dem man sich nicht nur selbst fernhalten solle, sondern dass man auch anderswo unterbinden müsse. Also warten wir neugierig auf jene Hexenjagd, die gewiss einsetzen wird, sobald Unionspolitiker oder gar Politiker der Grünen selbst sich für eine Revision des deutschen Ausstiegs aus der Nutzung der Kernenergie öffentlich einsetzen. Und wer den quasi religiösen Dogmatismus von Behauptungen schlechthiniger Alternativlosigkeit des Ausbaus allein schon von erneuerbaren Energien schon eher erleben will, der braucht bloß in öffentlichkeitswirksamer Weise Berechnungen vorlegen, zum Ausmaß beispielsweise an ökologisch gewiss nicht folgenlosen unterirdischen Betonbauten, die für weitere Zehntausende von Windrädern erforderlich sind, um von den dafür erforderlichen Materialmengen ganz zu schweigen. Der dritte Konflikt betrifft die Spielregeln für den Umgang mit, nicht nur, doch sehr wohl auch, diesen zwei Konflikten. Eigentlich könnte das richtige Verhalten klar sein, denn es geht um die Standardverfahren pluralistischer Diskurse. Man sucht das Gespräch mit Andersdenkenden. Man macht sich selbst möglichst sachkundig. Man hört dem anderen sorgfältig zu, sowie mit der Absicht, seinerseits Neues zu erfahren. Man trägt als notwendig erachtete Gegenargumente sachlich und ohne rhetorische Tricks vor. Man geht redlich auf eine Einigung in der Sache aus, erträgt aber auch das Scheitern solcher Versuche. Und man sichert die ganze Zeit über ein Klima von argumentativer Toleranz und von wechselseitigem Respekt. Doch an genau diesen Spielregeln fehlt es, an der Einhaltung dieser Spielregeln fehlt es beim Streit um unsere Energiepolitik sowie um deren Folgen. Immer wieder. Auf den Straßen kleben sich Aktivisten der, wie sie behaupten, womöglich letzten Generation auf diesem Planeten fest, um ein möglichst langwieriges Verkehrschaos anzurichten und so politischen Druck auszuüben. Und an Universitäten, der Leitidee nach Städten des zivilisierten Meinungsstreites, suchen gar nicht wenige nach dem billigen Triumph eines zum Veranstaltungsabbruch führenden Pfeifkonzerts, falls es nicht schon vorab gelingt, die Präsentation ungeliebter Positionen durch die systematische Erzeugung von Sicherheitsbedenken zu unterbinden.
Und solches Verhalten wird der intellektuellen Herausforderung gerade nicht gerecht, die Energiepolitik und ihre Wenden so auszugestalten, dass die Energiewende nachhaltig und sozial gerecht gelingt. Also mehr ist als eine Umverteilung von einfachen Leuten hin zu jener Mittelklasse und Oberklasse, die sich die notwendigen Investitionen leisten kann und geleistet hat. Doch damit kann man es nicht bewenden lassen. Wir müssen noch eine Stufe tiefer graben. Was sind denn, abgesehen von üblem Willen und von intellektueller Unzulänglichkeit, eigentlich die tiefer liegenden Gründe dafür, dass um unsere Energiepolitik herum so viele Mikrorisse in unserer Gesellschaft entstehen und dass die zu diesen Mikrorissen führenden Konflikte bislang politisch nicht eingehegt werden konnten? Das hat viel damit zu tun, dass hier objektivierbare natürliche und technische Gegebenheiten mit den unvermeidlich subjektiven Wahrnehmungen, Interessenlagen und Bewertungen von gesellschaftlichen und politischen Akteuren vermittelt werden müssen. Und das wiederum erweist sich als allein schon deshalb sehr schwierig, weil die fruchtbaren Erkenntniszugänge im Bereich von Natur und Technik und andererseits im Bereich von Gesellschaft und Kultur grundverschieden sind. Und an der Stelle brauchen wir eine ganz kurze wissenschaftstheoretische Reflexion, deren Gegenstände auch in manchen Diskurssequenzen auf dieser Tagung sichtbar geworden sind. Schauen Sie, das Erfolgsgeheimnis der Natur- und Technikwissenschaften besteht darin, dass man dort immer kleinere Teile des eigenen Gegenstandsbereiches in immer größeren Detail untersuchen kann. Natur- oder Technikwissenschaftler verfolgen die Eigenschaften der Natur von deren im Alltag erfassbaren Zügen bis hin zur molekularen, subatomaren Ebene. Oder sie führen bei der Analyse der Energieversorgung den Blick von den Endverbrauchern weiter in die Betrachtung der Leitungssysteme und der so verschiedenen Umwandlungsquellen von später nutzbarer Energie. Und so dann geht es weiter in die Analyse von Details des Turbinendesigns oder der Rotorblätter von Windkraftanlagen. Und das ist gut und richtig so. Sozusagen ist hier der beste Fachmann der, wer von einem kleinen Teil so gut wie alles kennt. Also von den jeweils wichtigen Einzelheiten viel mehr weiß als nur ein Generalist. Im Bereich von Gesellschaft und Kultur hingegen schwindet jeder Gegenstand und verschwindet sogar, wenn man ihn allzu kleinteilig aufbricht oder aus zu großer Nähe betrachtet. Beispielsweise sind ein Gemälde und sein Sinn genau dann verschwunden, wenn man sich mit den aufgetragenen Farben quadratzentimeterweise befasst. Ein Roman oder ein Theaterstück ist verschwunden, sobald man nur seine Worte klassifiziert und analysiert. Eine Gesellschaft ist verschwunden, wenn man bloß auf Einzelpersonen oder gar nur deren Körperteile blickt. Und Außenpolitik, Innenpolitik, Rechtspolitik, Energiepolitik verschwinden, sobald man allein darauf blickt, wer, warum, was, wann, wo und wie tut. Also wenn man das Zusammenwirken der vielen Teile im von ihnen bewirkten größeren Ganzen analytisch ausblendet. Das Erfolgsgeheimnis eines angemessenen Verständnisses von Gesellschaft und Kultur besteht also in drei Erkenntnisschritten, deren ein erfolgreicher Natur- oder Technikwissenschaftler in der Regel gerade nicht bedarf. Erstens geht es darum, Wirkungszusammenhänge und vertikal integrierend über verschiedene Schichten im Schichtenbau der Wirklichkeit zu betrachten. Die Wirklichkeit aufzufassen als einen Schichtenbau, der von der subatomaren Ebene über Moleküle, der ganzen Materie in verschiedenen Formen, über die belebte Natur bis hin zu menschlichen Wissensbeständen, menschlichen Kulturen und von Menschen verfertigten Institutionen besteht. Ein vertikaler Wirkungszusammenhang, den man sich erschließen muss, den man nicht einfach ansehen kann, wie man ein Rotorblatt ansehen kann. Das heißt,
unter anderem, man muss die uns angeborenen kognitiven Fertigkeiten und die uns angeborenen moralischen Intuitionen samt unseren kulturspezifischen Wissensbeständen beziehen auf jene institutionellen Strukturen, in denen individuell Wichtiges und gerade hier und jetzt Ablaufendes samt seinem Sinn raumübergreifend und generationenübergreifend auf Dauer gestellt wird. Es geht also nicht ohne die Soziologie der sozialen Konstruktion gesellschaftlicher Wirklichkeit und kultureller Selbstverständlichkeiten. Und gerade das ist eines der Kerngeschäfte auch der Politikwissenschaft. Zweitens gilt es, Wirkungszusammenhänge horizontal integrierend über unterschiedliche kulturelle, regionale oder nationale Szenarien hinweg auf Interaktionseffekte zu überprüfen und vor allem auch auf Ähnlichkeiten oder Unterschiede, gleich ob sich diese Ähnlichkeiten und Unterschiede ergeben aus gleicher Herkunft, aus paralleler Adaption auf gleiche Umweltherausforderungen, auf Nachahmung oder auf angeborene Fähigkeiten. Und anschließend sind diese Dinge dann auch beschreibend aufzusuchen und dann zu ordnen und zu erklären. Wenig könnte nach meinen Kenntnissen und Erfahrungen einem Natur- oder Technikwissenschaftler ferner liegen als ein solches rundum vergleichendes Vorgehen, da doch ein Natur- und Technikwissenschaftler sich darauf verlassen kann, dass etwa die Hebelgesetze überall auf der Welt völlig gleich sind. Und dass ein Vergleich von Hebelwirkungen in Frankreich mit den Hebelwirkungen im Libanon ziemlich unsinnig ist. Aber im Bereich von Kultur und Gesellschaft und Politik ist eben alles überall ziemlich unterschiedlich, auch wenn es vieles Ähnliche gibt, aber davon will ich jetzt nicht sprechen. Jedenfalls gibt es keinerlei Garantie dafür, dass Politik, die im Land A erfolgreich ist, das auch im Land B sein wird. Gilt auch für die Energiepolitik. Und drittens bleibt man blind für gesellschaftlich Mögliches und politisch Gestaltbares, wenn man nicht die Geschichtlichkeit aller wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Sachverhalte begreift, also deren Strukturierung durch die sie umbettenden institutionellen und kulturellen Architekturen, durch pfadabhängige Entwicklungen oder durch kontingente Ereignisse in jeweils besonderen Spielräumen. Erst mit alledem vor Augen erkennt man ja verallgemeinerbare Wandlungsmuster und Viabilitäten, die man hier und jetzt eben auch nutzen könnte. Der beste Fachmann in den Sozial- und Geisteswissenschaften ist somit jener, der wesentlich mehr ins Auge zu fassen und mit anderen erkannten Sachverhalten in Zusammenhang zu bringen versteht, als dass ein gemäß sachlicher oder beruflicher Notwendigkeit für einen relativ engen Gegenstandsbereich zuständiger Spezialist in den Reihen der Natur- und Technikwissenschaften für notwendig empfindet und auch tatsächlich notwendig hat. Und das ist ein sehr unterschiedliches Herangehen. Deswegen reden Sozial- und Natur- und Technikwissenschaftler so häufig aneinander vorbei. Der Naturwissenschaftler sagt, ja, Moment, dieses hast du nicht richtig verstanden, das musst du auch noch bedenken. Und natürlich hat er recht damit. Und von all dem kann natürlich ein Sozial- und Kulturwissenschaftler relativ wenig Ahnung haben, was einer weiß, der lebenslänglich mit Routerblättern zu tun hatte. Aber der Sinn eines Routerblattes und warum man es so in der technischen Produktionskette herstellen kann und anders besser nicht herstellt, um von anderen Beispielen ganz zu schweigen, er erschließt sich eben nur aus einem Blick auf das Ganze. Und den Blick auf das Ganze, ihn lassen ab und zu, Anwesende immer ausgeschlossen, Natur- und Technikwissenschaftler nicht gerne zu. Weil beim Blick aufs Ganze ist der andere im Vorteil. Beim Blick aufs Detail man selbst. Also wer gerade auf seinem eigenen Wissenschaftsgebiet erfolgreich ist, der kultiviert dann meist auch genau das, was ihn da erfolgreich gemacht hat. Und deswegen besteht stets das Risiko, dass man aufgrund sehr unterschiedlicher Betrachtungsgewohnheiten auch trotz des allerbesten Verständigungswillens nicht zusammenfindet. Wenn aber schon unter Wissenschaftlern, unter gutwilligen Wissenschaftlern, das Zusammenwirken von Natur- und Technikwissenschaftlern und von Geistes- und Sozialwissenschaftlern so störanfällig ist,
Um wie viel mehr wird sich das gerade dann so verhalten, wenn Politiker mit ihren völlig anderen Rationalitätskalkülen, von denen ich anfangs gesprochen habe, oder wenn von politischer Leidenschaft motivierte zivilgesellschaftliche Gruppen intellektuell schwierige Diskussionen zu führen, versuchen, voraussetzungsreiche Debatten zu führen versuchen, dann entstehen Missverständnisse, wechselseitiger Unwille und entsteht eine Eskalationsspirale, wo man sich einander entfremdet, obwohl man guten Willens zusammengekommen wäre. Gerade um solche Diskussionslagen geht es aber um die Energiepolitik. Schlussbemerkungen. Natürlich kann der Ausweg aus diesem Dilemma, aus dieser Spannung nicht darin bestehen, dass Wissenschaftler unter sich bleiben oder nur mit denen zusammenwirken, die technische Ideen in Wirtschaftsunternehmen und in deren Erfolg umsetzen. Gerade in einem demokratischen Land wie dem unseren haben die Inhaber politischer Ämter die gesellschaftliche Entwicklung mitzugestalten. Und die Impulse der Entwicklungen kommen eben oft genug aus dem Bereich von Wissenschaft und Wirtschaft. Und mehr noch, die Legitimität politischen Gestaltens entspringt in einer Demokratie ausschließlich einer verlässlichen Rückkopplung der Politikerschaft in die Gesellschaft hinein, einer Vernetzung mit deren zivilgesellschaftlichen Gruppen und mit den Medien. Also gibt es überhaupt keine Chance, den von mir soeben erörterten Schwierigkeiten zu entkommen. In ihnen muss man agieren. Und wer dann etwas bewirken will, muss sich ihnen stellen. Und das heißt, Natur- und Technikwissenschaftler müssen sich darauf einlassen, dass technische Lösungen für Energieprobleme noch lange nicht gesellschaftlich funktionieren müssen. Zivilgesellschaftliche Gruppierungen und Aktivisten aller Art sollten begreifen, dass sie ihrer Sache nur dann langfristig dienlich sind, wenn sie sich den Einsichten einschlägiger Natur- und technikwissenschaftlicher Fachleute nicht verschließen. Politiker müssen darauf achten, dass sie jene gesellschaftlichen Diskursprozesse zulassen und für ihre Entscheidungen fruchtbarer machen als bislang, in denen es nicht nur um das abstrakt Mögliche, sondern gerade auch um das Hier und Jetzt Zuträgliche geht. Und Sozialwissenschaftler haben solche Prozesse kommentierend und belehrend auf der Grundlage all dessen zu begleiten, was sie aus ähnlichen Problemlagen und Lösungsversuchen quer über Geschichte und Gegenwart meinen, gelernt zu haben. Letzteres habe ich versucht und hoffentlich nicht ganz ohne Erfolg. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus